Also. Natürlich vorstellen. Ja, jetzt geht es natürlich wieder um das Quiz. Es gibt natürlich wieder heute gute Preise zu gewinnen, tolle Preise. Eine Freifahrt Adventure-Urlaub in Afghanistan. Ja, oder Sie können natürlich auch 2 Wochen auf einem Flüchtlingsboot verbringen. Alles hier inklusive. Ja, meine Damen und Herren, das ist der G8, diese G8-Show mit den tollsten Preisen. Natürlich brauchen wir auch jetzt einen, der uns die Antworten geben kann. Der hat die Chance. Wer traut sich? Wer traut sich? Wollen Sie mal? Ja, komm, kein. Also, nur Mut, nur Mut. Ja, gleich. Ein Duo, ja, gleich ein Duo, ja, das ist ja noch besser. Ja, Moment, das Publikum möchte Sie auch sehen. Also, darf ich mal nach den Namen fragen? Stefan. Ja, also, wunderbar, das sind mutige Leute. Und da geht es natürlich erstmal gleich los. Was glaubt ihr, was dieser G8 uns kostet? 1 Million? 10 Millionen? 100 Millionen? Nochmal überdenken. Genau, richtig, jawohl, meine Damen und Herren. Das sind so schwere Fragen, sind es ja wirklich nicht. Was könnte man mit 100 Millionen so anstellen, wenn die nicht kommen würden? So viel Bier kriegst du nicht. So, aber wer hätte noch eine andere Idee? Publikum, wer hat eine andere Idee? Zum Beispiel, man könnte einen... 8 Zäune bauen. 8 Zäune könnte man bauen. Jawohl, nicht nur 12 Kilometer. Also. So, aber jetzt ist die Frage, wenn man so viel Geld ausgeben muss, dann braucht man auch Sponsoring. Die Werkrator-Gruppe, Moment,
muss dann die alleine antworten. Ja, das ist ein Problem. Und zwar, man muss natürlich auch Sponsoring machen, damit man sich sowas überhaupt leisten kann. Was, glauben Sie, ist Sponsor? Audi, Daimler, VW? Daimler. Ja, alle drei, oder? Genau, richtig, das ist so. Und das ist bei, CO2-Sinken ja schon sehr interessant, wenn dann drei Autokonzerne unbedingt Sponsoren sind, ja. Jetzt kommt eine Frage, die kann man Ihnen auch stellen. Wo findet er überhaupt statt, diese Jagd? In Kudamm? Rheinhausnerdamm? Heiligdamm? Heiligdamm. Moment, ist es? Jawohl, 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 wunderbar, wunderbar, wunderbar. Jetzt kommt eine sehr, sehr schwierige Frage. Und zwar, man redet ja immer über, dass man den armen Ländern helfen muss. Sie müssen entschuldet werden. Beim letzten G8-Gipfel hat man ja beschlossen, dass man den Ländern ganz viel helfen will. Und hat gesagt, ja, wir streichen euch Schulden. Jetzt, wie viel ist die Belastung gesunken? 0,3, genau, das ist richtig. Er hat es reingeschafft. Also ich muss die Fragen ein bisschen anders stellen. Gut. So. Ja, nein, wir machen es so. Jetzt kommt die letzte Frage. Es ist ja so, 400 der reichsten Familien der Welt besitzen mehr als insgesamt 3 Milliarden Arme. Mit wie viel US-Dollar müssen diese 50% der weltweiten Bevölkerung am Tag auskommen? 100, 50 oder 2 Dollar? 2 Dollar, genau, das ist richtig. Ich danke Ihnen. Also, jetzt, ich bräuchte eine Hilfe, ich brauche eine zweite Banane. Und hinten können Sie sich dann den Bachelorurlaub für Afghanistan abholen. Dankeschön, meine Damen und Herren. Und jetzt geht es weiter wieder mit unserer G8-Szene. Jeder Krieg auf dieser Welt bringt den Rüstungsfirmen Geld. G8, was ist da los in Heidenland? G8, was wird da bloß gemacht? Weltmeister in CO2-Ausstoß, verschmutzen Umwelt skrupellos. Das ist echt ein Hammer. Protestieren, wenn du auch dagegen bist.
gehst du schon als Terrorist. Geh acht, was ist da los im Heiligen Land? Geh acht, was wird da bloß gemacht?